Herr Metzler, heute Abend findet die Präsentation des neuen Mercedes SLS statt. Was können Sie uns über dieses Fahrzeug berichten? Ja, wir freuen uns natürlich. Was gibt es Schöneres, als wie so ein schönes Stück zu präsentieren? Da wird der Mann sogar wieder zum Kinde bei so einem Fahrzeug mit 571 PS, Beschleunigung 3,8 Sekunden auf 317 km/h. Da schlägt natürlich jedes Männerherz sehr stark. Ab wann wird dieses Auto auf dem Markt erhältlich sein? Die Markteinführung findet also somit an diesem Wochenende statt. Was wir haben, ist natürlich relativ geringe Stückzahlen, aber die ersten werden im Mai in Genuss kommen, für dieses Fahrzeug zu fahren. Auf wie viele Stück ist das Fahrzeug vorerst limitiert? Es gibt keine limitierte Auflage, wobei ich sage, für Österreich gibt es maximal 60 Autos in diesem Jahr. Das betrifft uns vielleicht vier, fünf Autos und da sind wir nicht ganz glücklich, aber wir hoffen da trotzdem, dass wir für nächstes Jahr noch ein paar Fahrzeuge bekommen und für die Kunden heute sagen können, sie bekommen nächstes Jahr ein neues Fahrzeug. Die anderen sind leider schon verkauft für heuer. Sie haben nun die Motorisierung teilweise schon erwähnt. Was können Sie uns sonst noch an technischen Details verraten? Ja, das Auto bietet natürlich alles. Ein Kundenwunsch lässt kein Dings offen. Er kriegt eine Carbonbremse, er bekommt 21 Zoll Räder. Leistung kann er nicht mehr haben, weil es ist limitiert. Es gibt nur diesen Motor. Er bekommt ein Soundsystem, er bekommt eine Alubeam-Lackierung, er bekommt ein Nappa-Leder, alles, was sein Herz begehrt. Und was wird das Schmuckstück kosten für Interessenten? Das Auto kostet in Österreich mit den österreichischen Steuern 212.500 aufwärts. Thank you.